Zurück in Frankfurt. Ankunft an der A380-Werft. Noch nie war eine A380 in dieser Halle. Drei Flieger sollen hier mal stehen. Links und rechts im Gebäude und in der Mitte. Die Testmaschine soll auf den Parkplatz in der Mitte. Knapp am Tor vorbei. Nur Zentimeter liegen zwischen Leitwerk und Decke. Aber alles ist gut. Am nächsten Morgen. Lufthansa und Airbus üben einparken. Die A380 soll ganz nach rechts. Thomas Spriesterbach ist zuständig für die Wartung der Giganten. Die wenigen Zentimeter zwischen Wand und Flügel sieht er gelassen. Ja, wir werden wahrscheinlich hier noch eine Höhenmarkierung einziehen, damit wir die Betriebsmittel, die an der Seite stehen, entsprechend Höhen markieren. Aber man sieht, es ist ausreichend Platz. Die Unterkante ist auf ca. 5 Meter und wir haben ausreichend Platz. Also es funktioniert. So, jetzt wird es hinten auch spannend. Denn dort, in dieses Gerüst, soll das Heck der Maschine reinpassen. Im Moment sieht es aus dem Auge recht gut aus. Soweit die Theorie. Zentimeter für Zentimeter kriecht der Flieger Richtung Gerüst. Und man sieht es den Mitarbeitern schon an. Das wird nichts. Zum Schleppen wird das Bugrad vorne normalerweise angehoben. Und wenn man vorne anhebt, geht es hinten eben runter. Wie bei einer Wippe. Und das ist jetzt das Problem. Gemessen wird mit Laser. Es geht um 10 cm. Die ist der Flieger hinten jetzt zu tief. Passt nicht. Wir haben jetzt im Prinzip der Schlepper, der normalerweise das Fahrwerk vorne anhebt, haben wir jetzt abgelassen und schleppen jetzt vorne mit einer Schleppstange, sodass das Fahrwerk genauso steht, wie wenn das Flugzeug normal rollt. Und dadurch haben wir jetzt etwa 10 cm schon mal gewonnen. Ein Kratzer, ein Rums, kostet hier gleich Millionen. Und wie läuft's jetzt? So, geht doch. 25 Meter hoch ist die A380. Jahrelang haben Ingenieure an der Konstruktion des Gerüstes gearbeitet. Jetzt bin ich stolz. Ich ärgere mich zwar noch ein bisschen über dieses Verwässerungspotenzial, was wir da haben, aber insgesamt, dafür testen wir. Genau das ist der Grund, warum wir testen. Auch andere Fluggesellschaften wollen hier mit ihrer A380 zur Inspektion. Gestern Mittag sind alle Tests beendet. Die Maschine fliegt wieder zurück zur Airbus-Werft nach Toulouse. Fazit: Der Frankfurter Flughafen ist bereit für die A380. Im Juni startet die Lufthansa mit ihrem ersten regulären Passagierflug. Ab 2012 landen dann bis zu 15 Giganten pro Tag in Frankfurt. Man sieht's.